Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Ganz kurz zum Thema sichere Herkunftsstaaten. Herr Cooper, Herr Laschet, Ihr Antrag. Wir haben einen Entschließungsantrag dazu gemacht. Ich denke, da steht alles drin. Lesen Sie den bitte durch. Ich möchte mich da nicht weiter zu auslassen zu dem, was Sie geschrieben haben. Sichere Herkunftsstaaten haben wir nicht. Frau Düker hat gerade auf unseren Besuch hingewiesen. Insofern, wie gesagt, lesen Sie unseren Antrag. Ich erwarte übrigens nach den Äußerungen von Herrn Körfges und von Frau Düker auch die Zustimmung zu unserem Entschließungsantrag. Meine Damen und Herren, Frau Düker, Herr Körfges, Ihre Reinwaschungen hier eben, die wir die ganze Zeit gehört haben, sind schwer zu ertragen. Das meiste, was Sie in Ihrem achtseitigen Entschließungsantrag fordern und was Frau Ministerpräsidentin Kraft hier vorgetragen hat, ist gut und richtig. Aber das hätten Sie vor 2 Jahren schon aufschreiben müssen und umsetzen müssen. Wir haben das aufgeschrieben seit 2012, aber unsere Anträge haben Sie alle abgelehnt. Ob Erleichterungen bei der Arbeitsaufnahme, Suche nach Unterbringung, Neukonzeption der Landesaufnahme oder die Krankenkarte für Flüchtlinge. Alles abgelehnt. Sie kommen erst in Bewegung, wenn es gar nicht anders geht, und das zum Schaden der Menschen, die hier Schutz und Hilfe suchen. Meine Damen und Herren, die Menschen ersticken in LKWs, ertrinken im Mittelmeer oder werden auf der Flucht erschossen. Auf Kos, Lesbos und auf anderen Inseln warten sie auch heute noch auf Fähren, die nicht kommen. In Bahnhöfen warten sie auf Züge, die nicht fahren. Und sie warten und verhungern an den Zäunen der Festung Europas. Ich schäme mich als Europäer, auch weil das schon so lange geht. Seit Jahren werden die Grenzen verstärkt und nicht geöffnet. Das ist die falsche Politik. Wenn die Menschen es dann ohne legale Wege, weil die gibt es ja nicht, nach Deutschland und nach Nordrhein-Westfalen geschafft haben, dann leben sie in Zelten, verschimmelten Massenunterkünften, in Turnhallen und in Containern. Sie dürfen nicht arbeiten, sie dürfen sich ihren Wohnsitz nicht aussuchen, sie werden sozial, medizinisch und psychologisch unterversorgt. Sie werden vom deutschen Gesetzgeber behandelt wie Menschen zweiter Klasse. Seit Jahrzehnten leben Geflüchtete so in Massenunterkünften in Deutschland. Integration war und ist nicht gewollt, und das muss sich endlich ändern. Meine Damen und Herren, in diesem Plenum wurde am 30. April diesen Jahres nach einer Bootskatastrophe mit 700 toten Menschen beschlossen, dass es kein Weiter-so bei der Flüchtlingspolitik geben darf, dass endlich Konsequenzen aus den Fluchttragödien und den vielen Toten gezogen werden. Aber seither ist es leider noch schlimmer geworden, auch hier im Land. In Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt Zeltstädte. Vor einem Jahr in Duisburg war die dort geplante Zeltstadt in Duisburg-Walsum noch ein bundesweiter Skandal. Hier im Plenum wurde vor genau einem Jahr, im September nämlich, Anfang September, über unsere Forderung im Antrag keine Zeltstädte in Nordrhein-Westfalen, Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten, Schulen und Turnhallen verhindern, diskutiert. Uns wurde vorgeworfen, dass wir schwarz malen. Damals hieß es, dass unsere Vorschläge doch schon längst umgesetzt würden, dass es eine Bestandsaufnahme zur Unterbringungsmöglichkeit gäbe und dass Zeltstädte natürlich keine menschenwürdige Unterbringung bieten würden. Meine Damen und Herren, Herr Yetim, Frau Düker, Herr Minister Jäger, wo stehen wir heute? Heute ist die Unterbringung in Zelten eine unorthodoxe Lösung. Die Landesregierung betreibt nicht nur eine, nein, in den kommenden Wochen werden es 6 Zeltstädte sein, mit jeweils bis zu 1000 Menschen. Die erste Zeltstadt wurde dieses Wochenende in Köln eröffnet. Sie soll bis Januar stehen bleiben. Das heißt dann, im kalten Winter sollen sich dort 900 Männer, Frauen und Kinder in Unisex-Containern duschen und in flatterigen Zelten ihre Tage verbringen. Ich kann nur hoffen, dass wir aus Nordrhein-Westfalen keine Bilder wie aus Dresden, Hamburg oder Wetzlar produzieren. Dort haben Menschen mit Hungerstreik
über ihre Unterbringung protestiert. Die Presse schreibt doch, dass in diesen Zeltstädten eine humanitäre Katastrophe stattfindet, und das mitten in Deutschland. Nach der ersten Ankündigung der Landesregierung, dass sie Zelte baut, sind direkt diverse Kommunen nachgezogen. Und ich habe es genau hier schon einmal gesagt, wenn das Land kein Vorbild ist, machen es die Kommunen garantiert nicht besser. Und genau so ist es passiert. So sind nun Zeltstädte für die Unterbringung von Flüchtlingen fast zu einem Standard geworden. Was für eine Schande. Ich war schon in sehr, sehr vielen schlechten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Aber, liebe Landesregierung, eine Zeltstadt mag in den Ländern rund um Syrien das einzige Mittel sein, um die zigtausenden Menschen zu beherbergen. Aber eine Zeltstadt für ein reiches Aufnahmeland wie Deutschland ist wirklich beschämend. Und Sie, die Landesregierung, Herr Minister Jäger, Sie tragen für diese Zustände die Verantwortung. Es ist Ihr fundamentales Organisationsversagen, Ihre mangelnde Vorbereitung. Sie haben mit diesem unsäglichen Verantwortungsverschiebebahnhof zwischen Kommunen, Land, Bund, Europa immer ganz vorne mitgespielt. Sie wurden seit 2012 diverse Male vorgewarnt, aber Sie und Ihr Ministerium blieben bis zur Schande von Burbach untätig. Und diese weltweit bemerkte Schande hat immer noch nichts wirklich nachhaltig verändert. Keine Provisorien mehr, feste Bauten ab Oktober. Das hat Ministerpräsident Rainer Haseloff gestern mitgeteilt. Solche klaren Worte hätte ich von Ihnen erwartet, aber da kommt gar nichts. Das ist traurig. Dass sich nun auch die Elefanten im Bund, Sigmar Gabriel und inzwischen auch die Kanzlerin, anscheinend endlich der gesellschaftlichen und menschlichen Herausforderung stellen wollen, war überfällig. Aber Taten sehe ich nicht. Und wenn doch, kommt das jetzt doch viel zu spät. Es ist für mich absolut unverständlich, warum die Verantwortlichen erst reagieren, wenn es schon zur humanitären Katastrophe gekommen ist. Wenn die Problemlösung zigmal mehr kostet, der Aufwand tausendmal mehr Kraft fordert. Der einzige Hoffnungsschimmer ist die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, der Menschen hier in unserem Land. Und diese setzen Sie mit Ihrer Untätigkeit und Unfähigkeit aufs Spiel. In unserem heutigen Antrag, der ein für alle Mal klarstellen will, dass Deutschland ein Aufnahmeland ist, fordern wir, dass endlich Konzepte für Bürgerengagement in Nordrhein-Westfalen eingeführt werden. Die Hilfsbereitschaft muss koordiniert werden. Das passiert für die Landesaufnahmen aber fast gar nicht. Es braucht mehr Struktur und mehr Koordination. Einzelinitiativen wie die der Bezirksregierung Köln müssen gestärkt werden. Hier wird zurzeit die Hilfsbereitschaft der Menschen für die Zeltstadt Köln via Twitter koordiniert. Und das funktioniert sehr gut. Ein sehr hervorragendes Beispiel. Eine weitere Forderung, ein Vorschlag aus unserem Antrag ist die Schaffung eines Ministeriums für Integration, Flucht und Einwanderung. Wir haben das schon mehrfach gefordert und finden das auf jeden Fall besser als ein Innenministerium, denn wir müssen uns den Menschen zuwenden und nicht sie abwehren. Zukünftig müssen Europa, Deutschland, das Land Nordrhein-Westfalen und die Kommunen Geld und Ressourcen in die Integration und in Strukturmaßnahmen wie den Wohnungsbau stecken, statt Energie in Abwehrmaßnahmen zu verschwenden. Wie der Migrationsforscher François Guémen in einem Interview im Stern sagt, haben Abwehrmaßnahmen überhaupt keinen Einfluss auf Migrationsströme. Das Einzige, was sie beeinflussen, sind das Geschäft und die Gewinnmargen der Schlepper. Je restriktiver die Abwehrmaßnahmen, desto höher die Gewinne für Schlepper. Das ist die Realität. Und deshalb brauchen wir legale Zuwanderung. Wir brauchen ein Miteinander und kein Gegeneinander. Denn nur ein Miteinander macht uns, die Gesellschaft, stark. Wir Piraten werden unsere ganze Kraft für eine Gesellschaft von gegenseitiger Hilfe und Respekt einsetzen. Refugees, welcome. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Meine Damen